Das bin ich, Katrin. Ich versuche gerade, einen Traum nachzuholen. Animateurin werden. Der Weg zur Sonne führt über Hannover-Bothfeld. Bürogebäude, 4. Stock, Konferenzraum. Animateur-Casting. Ja, Talente. Ich glaube, ich kann Leute ganz gut unterhalten. Ich kann moderieren, witzig sein. Mach Sport, mach Yoga, laufe, hab lang Tennis gespielt, hab auch mal getanzt, das ist aber ganz lange her. So, und ich hab mal was vorbereitet. Und wir spielen jetzt mal das schöne Spiel Pantomime. Nach 7 Stunden Vortouren, Vortanzen, jetzt Pantomime. Die Recruiter entscheiden, ob ich tauglich bin. Gehirnanhangdrüse. Das ist echt schwer. Du kriegst von uns einfach so ein kleines Feedback zu deiner Tagesperformance. Angefangen mit dem ersten Eindruck. Total freundlich, sympathisch hast du gewirkt auf uns. Echt als offener Typ auch. Genau. Angemessen sportlich, schick gekleidet. Für so einen Tool-Job der genau das Richtige. Du siehst schon im Großen und Ganzen ein sehr positives Feedback. Wir würden dich gerne mitnehmen. Du kannst ab dem 1.4. Zu TUI Best Family und in den Sportbereich. Was würde noch so als kleines Feedback mitgeben wollen? Auch noch, du musst aufpassen ab und zu bei der Passivstrahlung, Ausstrahlung. Ne? Ja. Wenn du da gesessen bist, hast du immer ein Lächeln drauf, ne? Das wirkt ab und zu sehr starr. Ne? Ja. Da schaust du immer, ne? du bist da gesessen. So beim Gucken? Genau, beim Gucken. Also nicht, dass das starr wirkt, ne, sondern ein bisschen lebendiger. Passivausstrahlung. Was für ein Wort. Diese Ladung geben sie mir mit auf den Weg in den All-Inclusive-Boxring. Was macht einen guten Animateur aus? Und kann ich das? Türkische Riviera, Palm Garden. Mitten im Nirgendwo. Wir heißen Sie im Namen des gesamten TUI-Teams natürlich hier herzlich willkommen. Mein Name ist Jütte, ich bin die Teamleitung von der Animation hier im Hotel. Und das ist die Katrin. Sie finden sie überall im Sport, im Fitness, im Kinderclub. Wir sind Ansprechpartner 24 Stunden natürlich für Sie. Mein Team besteht aus 8 Guides. Die laufen alle so rum wie wir. Sie können jederzeit zu uns kommen und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Wir erfüllen Ihnen alle Wünsche, damit Ihr Urlaub zu einem der Highlights wird. Dankeschön. Bis später. Tschüss, viel Spaß dir. Diese Regeln sind für alle gleich. Die haben wir hier am Ende. Willst du das einmal unterschreiben, sodass wir wissen, okay, wir sind das durchgegangen und du weißt darüber Bescheid. Beim Gästekontakt ist es wichtig, dass du nicht immer bei einem Tisch sitzt. Also ich legte auch ganz viel Wert drauf auf Gästekontakt, dass ihr ja wirklich an einem Abend wirklich 7 bis 8 Tische schafft. Nach der Show zum Beispiel oder auch nachmittags, wenn ihr mal Zeit habt beim Gästekontakt, dass ihr wirklich nicht die ganze Zeit bei einem Tisch sitzt. Wir unterhalten keine sexuellen Beziehungen zu Gästen. Wir bringen die auch nicht aufs Zimmer. Gerade auch so bei den Männlichen ist das immer so das Problem. Die fragen uns halt auch oft, ja, könnt ihr uns nochmal das Zimmer zeigen? Wir können ihnen das zeigen, wo das Haus ist, falls sie das mal hier auch in dem großen Hotel vergessen haben. Aber wir gehen nicht mit in das Hotel rein, nicht in das Haus rein. Umgang mit Alkohol. Wir trinken nicht vor der Kinderdisco, kein bisschen, und auch nicht vor der Show. Wenn wir die ganze Zeit immer die Klamotten anhaben, du wirst ja auch ständig angesprochen, ne? Auf jeden Fall. Also du bist wirklich 24 Stunden Ansprechpartner. What a beautiful morning, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Tja, es wird noch sonnig, es wird ein wunderschöner Tag heute an unserem großen Kindershowtag. Doch bevor wir anfangen, wollen wir natürlich erst einmal zusammen Trollywood tanzen. Das bedeutet, alle Kinder 3 Finger in die Luft. Oh, super. Der Trollywood-Tanz ist der Marketing-Hit des Hotels, der Soundtrack zum Jahresurlaub, geschrieben von den Fantastikus aus Rostock-Steintor-Vorstadt. Gleiches Lied, gleiches Programm in weltweit jedem Hotel der Gruppe, immer morgens um 10 und mittags um 3. Unterhaltung nach deutscher Standardnorm. Lässt sich Spaß nach Formeln berechnen? Wir haben zurzeit im Hotel 548 Gäste. Heute. Wir haben 294 deutsche Gäste und 84 Gäste aus Belgien. 31 Gäste aus Österreich und aus der Schweiz sind 11. Wir sind alle als Pantomime geschminkt. Das bedeutet weißes Gesicht mit einem Muster drauf. Ich zeige euch nachher nochmal Fotos, sodass ihr auch Ideen habt. Also wirklich komplett weiß, die Ohren nicht, sondern nur hier das runde Gesicht. Ja. Selman weiß das auch, so wenn er nachher unten mit ist, dass er da auch so ein bisschen Ideen geben kann. Genau, Sarah weiß das auch zum Beispiel. Sobald ihr geschminkt seid, dürft ihr nicht mehr reden, kein Wort. Ihr müsst Gästekontakt mit Gestik machen, okay?
Es ist Saisonbeginn und für viele das erste Mal als Animateur. Er geht jetzt hinter die Wand und macht Pipi da in den Becher. Das Ziel ist es, heute Abend 294 deutsche Seelen zu unterhalten. Auch ganz einfach, oder? Super. Die Veteranen unter den Animateuren wissen, der Deutsche mag Pantomime. Damit kannst du rumlaufen und einen Sponti machen mit den Leuten. So ein bisschen, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Weißt du? Für Chili dann so. Der feine Witz wohnt nicht all-inclusive. Die Humorschnittmenge soll möglichst groß sein. Jutti, nimmst du den Office? Ja. Office hoch, wir gehen Kinderclub, oder alle? Showtime, Backstage. Das Hinterland des Spaßes. Jitte geht als Trolli Trollbert raus. Einheizen. Trolli, der Koffer, ist für die Kinder der Weihnachtsmann des Sommerurlaubs und fürs Geschäft ein Marketingerfolg. Die anderen Animateure sind Profis. Ihnen ist nichts peinlich. Ich habe ein bisschen Angst, gleich rauszugehen. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr mal krank werdet? Medizin, ne? Aber müsst ihr, also ihr arbeitet, bis gar nicht geht? Ja, sozusagen. Wann es nur so ein Nasenkrankheit ist? Geht's, ja. Und wenn es nicht geht, dann bleibst du zu Hause. Okay. Ist wie andere Jobs, glaube ich. Zu Hause, im Hotel. Ja. Hotel ist euer Zuhause, ne? Aber ich bin auch aufgewachsen in einem Hotel. So, für mich ist das gar nicht. Ja? Ja, wieso? Meine Eltern hatten ein Hotel. Ein eigenes? Ja. Und jetzt nicht mehr? Immer da eine gewohnt. Das Stück gleich heißt Geisterbahn. Bei uns hinter der Bühne muffiger Puder, Schweiß und Wolken von Haarspray. Lampenfieber. Alle, die gleich schon fertig sind, kommen mit mir schon mal hoch. Denkt dran, nicht reden. Ach ja, wir dürfen jetzt nicht mehr sprechen. Gar nicht mehr. Kommt ihr gleich hoch? Ja. Okay. Dann können wir schon mal hochgehen. Okay. Sollen wir uns jetzt zu den Gästen setzen? Ja, müssen wir nicht. Komm, wir können sprechen. Frau Sellmann, ey, jetzt ist der Kuchen. Ich bewundere die anderen, wie ungezwungen sie sind. Viele Gäste amüsieren sich. Oft sind wir an diesem Abend aber auch Pausenfüller an stillen Tischen. Marionetten hinter weißer Schminke. Für mich war es voll die Überwindung. Eine hat mir die ganze Zeit Englisch geredet, weil sie dachte, ich verstehe kein Deutsch. Ich habe eine deutsche Familie und ich spreche die ganze Zeit Englisch. Habt ihr alle schon mal Animationen gemacht? Mhm. Ich letztes Jahr. Fühlt ihr das auch schwer? Schade? Es geht, also das Spielen jetzt? Nee, so zwischendurch mit den Gästen sein und so. Nö. Nö. Ich finde, die sind alle total höflich, freundlich und... Also es kann absolut keiner dagegen, dass man sich jetzt dazusetzt oder so. Ihr habt ja versucht, mit den Gästen so ein bisschen zu kommunizieren. Ich hoffe, ihr habt es probiert. Jetzt möchte ich von jedem mal so eine kleine Einschätzung, wie ihr das gefunden habt. Was fandet ihr gut und was fandet ihr schlecht? Ich glaube, ich war die Einzige, die ein bisschen unsicher war. Also bei den Pantomimen nicht. Aber dann immer so, ihr seid einfach so zu den Leuten gegangen und habt da so rumgetanzt und Sachen mit denen gemacht. Da dachte ich immer, was mache ich denn jetzt? Aber war schon okay. Klar, man hat dir die Unsicherheit ein bisschen angemerkt. Aber es ist ganz normal, wenn du noch nie vorher so mit Leuten geredet hast oder so im Gästekontakt warst und auf einmal bist du geschminkt. Du musst versuchen, eng mit Leuten zu kontakten, hast es aber vorher noch gar nicht im Reden wirklich gemacht. Das ist natürlich schwieriger. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal einfach. So, dann ging's los. Moderation allgemein fand ich besser. Besser als die Male, die ich dich vorher gehört habe. Ich kenne dich jetzt schon länger. Deswegen kann ich das jetzt so sagen. Das Einzige, was du noch ein bisschen mehr lernen musst, du musst halt mehr aufpassen. So, du bist unkonzentriert. Das fand ich ein bisschen schade, weil auch die Gäste gesagt haben, warum, ne? Die haben sich halt gewundert. Nach 15 Stunden endlich wieder ich selbst. Ohne Animateursklamotten. Dem Spaß ist der Stecker gezogen. Thank you.
Jahresurlaub ist die Vollnarkose vom grauen Alltag. Unser Job ist es, das Grübeln zu vertreiben, damit es die schönsten 2 Wochen des Jahres werden, unter dem Himmel von Trollywood. Ja, schon besser. Konzentration. Wow. 19. Ich schon ein paar Mal gesehen. Es heißt hier, die Deutschen sind wie eine neu zusammengewürfelte Klasse. Und am Anfang traut sich niemand was zu sagen. Sehr schön. Was man mir beigebracht hat, die Gäste sollen das Gefühl haben, bei Freunden Urlaub zu machen. 14. Wir sind weit weg vom echten Zuhause. Jedes altes Leben war Heiligenstädten, an der Bundesstraße 5 bei Itzehoe. Wie ist das, wenn du jetzt nach Hause kommst, so zu Freunden und Familie? Wie ist das für dich? Also es ist cool. Also es ist, ich freue mich jedes Mal wieder, auch wenn ich immer wieder sehe, okay, es kommen wieder die gleichen zum Flughafen, mich abzuholen irgendwie. Es ist schon schön, aber du merkst natürlich auch, wenn du so lange weg bist, wer sind deine richtigen Freunde und wer nicht. Wie viele Wochen im Jahr bist du denn überhaupt zu Hause? Also wenn es hochkommt, denke ich mal so 3. Ich war so glücklich einfach, als es wieder angefangen hat, als ich am Flughafen war, okay, du kommst wieder in dein zweites Zuhause, weil es einfach hier schon das zweite Zuhause geworden ist. Du hast halt nicht deine Mama und dein Papa oder deine beste Freundin da. Aber dafür hast du dann halt deine Familie hier. Es ist echt, echt krass eigentlich, dass du so diese 2 Welten hast. Du entwickelst schon so ein ganz krasses Verhältnis einfach zu den Gästen, so ganz eng und die mögen dich, die schreiben dich dann positiv irgendwo rein ins Gästebuch, mit denen stehst du noch in Kontakt, wenn die wieder zu Hause sind und jedes Mal freust du dich dann, hey, die kommen nächstes Jahr wieder, cool. Dann aber wie eng kann das sein, wenn jemand 1 oder 2 Wochen hier ist? Das sind ja nur für dich in deinem Leben 1 oder 2 Wochen. Genau, genau. Und das ist halt dieses Stückchen Familie, was einem dann auch fehlt. Und den suchst du halt bei den Gästen. Also ich lege immer sehr viel Wert auf Gästekontakt. Also hier war letztes Jahr auch so ein kleiner Junge, der war 6. Der ist total in mich verliebt zum Beispiel. Der ist die ganze Zeit gekommen und wollte zu mir. Und die Mama hat mir dann auch geschrieben, bist du nächstes Jahr wieder da? Wir wollen dahin, wo du bist. Also uns ist egal, in welches Hotel du kommst, aber wir wollen dahin, wo du bist. Und das ist dann schon so eine Motivation für einen selber. Hey, cool, und die mögen dich voll und die wollen nur noch dahin, wo du bist. Was kann es Besseres geben eigentlich? Viele Gästekontakte enden nach dem Cluburlaub als Freundschaftsanfragen bei Facebook, bis sie sich verlieren. Wie echt ist der gebuchte Freund? Hallo! Ihr seid schon versorgt? Perfekt, guten Appetit. Gerne. Möchtest du einen haben? Möchtest du einen haben? Möchten Sie einen Cocktail haben? Gerne, danke. Alles gut, Doc ist auch einer. Jede Woche ist einmal Galaempfang, der schicke Abend. Süßer Sekt mit Erdbeeren, für die Kleinen Kindercocktail mit Minzsirup. Guten Appetit. Dankeschön. Ich bringe an diesem Abend, wenn es hochkommt, 10 Drinks an die Urlauber. Eigentlich steht man hier und sieht gut aus. Dafür sind wir hier. So ein bisschen. Wir sind auch gehalten, mit den Gästen zu essen. Gästekontakt total. Selim ist Zielgebietsleiter, für 50 Animateure in der Gegend verantwortlich. Er achtet darauf, dass wir die vorgeschriebenen Gästekontakte auch einhalten. Warum ist das denn mit dem Gästekontakt so super wichtig? So fremde Menschen anzusprechen, vor allem mit denen zu essen, finde ich voll anstrengend. Ich erkläre es dir kurz.
Gästekontakt nennen wir es sowieso nicht vor den Gästen. Wir sagen jetzt nicht, wir machen Gästekontakt, ja, weil das ist ja doof. Ja. Die Gäste wissen ja nicht, dass wir jetzt da uns dazu setzen sollen. Ja. Ich sage jetzt so speziell nicht müssen, ja, wir sollen. Ja. Denn die Gäste mögen uns ja. Die haben uns zum Beispiel abends auf der Bühne gesehen. Mhm. Die wollen uns ja mal ansprechen, weil du bist ja die interessante Person, weil du den Job machst. Die fragen sich, warum machst du denn das eigentlich? Und wie lange machst du das? Und wie lange willst du das noch machen? Weißt du, warum die fragen, was ich mich immer frage? Ich glaube, die fragen, weil sie das bestimmt auch mal gern gemacht hätten, weißt du? Deswegen interessiert sie das, was sich dazu verleitet hat und so. Und der eigentliche Grund des Gästkontakts ist, wenn die Gäste dich mögen, dann vertrauen sie dir auch. Dann schicken sie eher die Kinder in den Kinderclub. Und du tust ja die Menschen verbinden, die Gäste, die Urlauber. So lernen sie sich ja kennen auch. Die Kinder kommen in den Kinderclub, die Mama machen zusammen Zumba, die Väter spielen eine Runde Dart zum Beispiel. Und abends haben sie schon ein paar Familien, wo sie zusammensitzen und neue Freundschaften entstehen. Das wäre zum Beispiel ein Grund, wieso auch viele mitmachen. Glaubst du, das macht die glücklich? Glücklich, ja, was ist glücklich? Erinnerungen bekommt man ja. Und die Erinnerungen, die man im Kopf hat, die kann dir niemand mehr nehmen. Hier sind auch Erinnerungen planbar. Eine gute Zeit mit Freunden. Das Mitternachtsbuffet ist eigentlich für alle da. Aber um die Uhrzeit kommen kaum noch Gäste. So sind wir einmal ohne die neuen Freunde. Die Gäste haben Sonne gebucht. Wenn die streikt, müssen wir noch mehr ran. Und du? Ich suche die Gäste für Botschaftsspiele. Ach so. Mal schauen. Wo trefft ihr euch denn sonst? Wir treffen da unten. Ja. Jetzt? Ja, nee, normalerweise, wenn die Gäste kommen. 14. Wir treffen hier und spielen ja manchmal dort. Dann wartest du noch einen Augenblick, ob sie kommen oder nicht. Ja. So. Bis später. Bis später. Und 13, schade. Okay. Du bist ganz gut, du musst mal zum Bogenschießen kommen. Das ist heute Nachmittag um, ich glaube, 16:45. Ja. Wie lange geht der Miniclub nachmittags? Bis 18 Uhr. Ja. 15 bis 18 Uhr. Die Währung ist für uns die Teilnehmerliste, die am besten voll ist. Allein diese Liste entscheidet, ob wir Animateure erfolgreich sind. Der ist schon ein bisschen zerstört. Wenn die Teilnehmerzahlen auf Dauer nicht stimmen, kommt Druck von oben. Auch die bespaßt werden, haben uns am Ende in der Hand. Eine schlechte Bewertung der Urlauber im Internet versaut das Hotelranking. Einen großen Applaus für Marcel! Die Bühne abholen. Ja. Ab 9:15. Ja. 9:15, ja. 9:15. Wir hatten nur 5 Gäste auf unserer Liste. Watcher? 3. Body Styling? 20. Teens? Ja, Mann. Zuckertraining. Teens 9. Volleyball? Hübschchen. Aquafun? 16. Welchen Nachmittag? 14 oder so, mal weniger. Ja. Wasser-Action, hat das jemand gesehen? Viele, glaube ich. Bei den Maxis, hat das jemand mitbekommen? Wie viele das ungefähr waren? Was war denn der Ich würde sagen, Ordnung und Disziplin. Alles dem Spaß unterordnen, auch die Persönlichkeit. Ein hoher Preis für ein Lehrlingsgehalt auf dem Konto. Jitte sagte mal, auf der Bühne lachst du, hinter der Bühne kannst du weinen. Früher war ich auch immer so in der Schule, so das kleine Mädchen noch so, die immer so ein bisschen mitgelaufen ist, weißt du, so, ja, Jitte kommt sowieso immer mit. Und jetzt bin ich halt die anführt, weißt du, wo ich auch nach Hause komme, wo ich mir denke, okay, mit denen warst du früher in meiner Klasse, denen bist du hinterhergelaufen, jetzt gucken die dich so an nach dem Motto, so, hey, wie geht's dir, alles in Ordnung? Die erkennen dich gar nicht wieder. Genau, die erkennen dich gar nicht wieder. Und daran siehst du, tja, guck, was aus mir geworden ist, ihr versackt hier in so einem kleinen Örtchen und aus dir ist es geworden einfach. Finde ich einfach cool. Ist auch mein Traumjob. Jeden Tag erlebst du neue Sachen. Vielleicht hast du das auch selber jetzt schon gemerkt, dass einfach jeden Tag irgendwas Neues passiert. Und du lernst jeden Tag neue Leute kennen und irgendwann sind halt auch die Gäste so deine Bezugsperson natürlich auch. Wobei, glaube ich, echt nicht jeder sagen würde, dass es ein Traumjob ist. Natürlich, man ist im Ausland, man ist in der Sonne, man lernt neue Leute kennen, aber
du arbeitest ja rund um die Uhr, du bist immer ansprechbar. Also ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, aber du bist hier, um die zu bespaßen beim Galaempfang. Du bist da, um gut auszusehen. Ja. Da steht man doch manchmal und denkt, was mache ich hier eigentlich? Also was für ein absurder Job. Ja, weil du halt du musst halt alles sein. Ne? Du musst halt kreativ sein, du musst sportlich sein, du musst einfach alles machen können. Du musst in den Kinderclub gehen können, du musst auch als Fitnesskraft in den Kinderclub, du musst auch als Sportkraft in den Kindesclub, in den Kinderclub. Ja. Du musst halt alles machen können. Klar, du musst immer aufpassen, natürlich auch, wie du mit den Gästen redest und dass dir mal nichts rausrutscht oder so. Weißt du, wie ich meine? Man hat ja so viele Sachen im Kopf. Ja. Und man hat natürlich auch so Regeln, das darfst du nicht mit den Gästen reden und so. Und wir passen halt auf mit dem Gehalt, dass wir nicht so darüber reden. Wir passen natürlich auch so politische Themen zum Beispiel, weil wenn einer die Meinung konkret hat, du hast die Meinung aber und ihr knallt da voll gegeneinander, das geht natürlich auch nicht. Klar, dein Privates musst du natürlich auch aufpassen, aber du kommst da echt mega gut rein. Klar. Ich finde halt auch, hier sind die Gäste, die wollen ja auch Animation haben, sonst wären sie ja nicht hierher gekommen. Ja. Und da weißt du immer schon, okay, die wollen auch den Gästekontakt, die suchen auch den Gästekontakt, obwohl du natürlich immer mal so ein, zwei dazwischen hast, die sagen, nö. Ja. Du musst halt dann auch umgehen können. Also das werden die Neuen natürlich auch irgendwann mal haben. Nö, das wollen die gestern einfach nicht. Da muss man sagen, okay, danke, schönen Tag noch und weitergehen. Ja, ja. Das hast du halt auch. Gästekontakt. Jetzt beim Essen. Hallo. Ich habe Angst vor einer Abfuhr. Na, darf ich mich mal zu dir setzen? Ja, klar. Besser als so alleine, ne? Sind deine Kinder unterwegs? Nochmal schnell die Spielregeln durchgehen. Nichts über Politik, nichts übers Gehalt. Nichts Privates. Das wollen wir uns wenigstens ab und an am Tag mal sehen. Guten Appetit. Danke ebenso. Und meinst du, dass ihr noch mal wieder hierher kommt? Im Herbst. Ja, schon wieder? Ja. Ja, solange die Kinder noch so sind, wie sie sind, in dem Alter und sich hier wohlfühlen. Findest du es ganz schön, dass man das dann schon so kennt, alles? Ja, die 3 Tage Eingewöhnphase fallen auch komplett weg. Das heißt, bis von der ersten Minute im Urlaub. Und gleich erholt, ne? Mhm. Und macht ihr auch gerne so einen Urlaub mit Animationsprogrammen? Immer. Ja? Mhm. In der Regel machen wir Cluburlaub. Und warum? Das Rundum-Sorglos-Paket. Also, Urlaub. Also man muss nicht kochen, man muss nicht putzen, die Kinder sind immer beschäftigt, man ist selbst, wenn man das möchte, beschäftigt. Mhm. Und wenn du mal keine Lust hast, gehst du an den Strand, ne? Ja, dann sehe ich am Strand, ja. Also. Ja. Ja. Die Urlauberin musste schnell zu ihrem Sohn. Gästekontakt. Die Anfänger hier hassen das. Für Selman ist es Routine. Alle lieben ihn. Ich habe erst beim Tourismus gearbeitet, in einem Hotel als Kellner gearbeitet. Ich muss Teller und tragen und Messer, Gabel geben und Getränke. Da habe ich die Animateure gesehen, die machen fast nichts. Ne? Aber ihr macht doch sehr viel. Willst du nicht als Animateur arbeiten? Nein. Warum nicht? Weil mir es zu anstrengend ist. Zu anstrengend, denkst du? Ja. Was bringt dir daran so viel Spaß? Ja, Zeit geht schnell. Also ich kann nicht so bleiben, so 1 Minute am Gleichplatz, weil mir geht es sehr langweilig. Deswegen länger Tag und immer mit den Gästen so reden und so. Ich hatte keine Lust, ständig jeden Tag mit Menschen zu reden und immer Menschen zu unterhalten. Aber guck mal, so nicht lange Unterhaltung, es gibt so eine Regel, ne? Smalltalk. Smalltalk, nicht lange. Warum ist das wichtig, auch der Gästekontakt? Weil, wenn ich mit dir lange rede, 10 Minuten, dann die anderen Gäste, habe ich keine Zeit. Vielleicht hast du gestern gesehen, ich war der Einzige überall gelaufen. Ja. Ich mache nur ganz Smalltalk, Prost und so, dann gehe ich weiter. Ich muss so, das ist Animateur. Animateur muss so sein. Gut. Wir alle werden Teil dieses Hotelplaneten. Während ich hier bin, verlasse ich die Anlage nie. Bis das Ressort die eigentliche Welt wird und das Draußen, die Türkei, ein anderer Kosmos.
Okay, was noch? Linda, komm, du bist doch immer so. Linda. So, okay, dann fangen wir mit dem ersten Sketch an. Serafin, stell dich mal da in die Ecke. Der bringt echte Cognac. Echt jetzt? Die Rolle hättest du gerne, ne? Ich hab schon gemacht. Ganz wichtig, wenn wir einen Sketch erklärt, sind alle ruhig und hören zu, weil es kann sein, dass man in 2 Wochen selber den Sketch mitspielt. Okay. Deswegen, weißt du? Sketch-Klassiker, interpretiert von uns für die Clubbühne. Dann denkst du nach, oh Gott, stopp mal. Das könnte ja auch ich sein, weil du hast was mit meiner Frau gehabt, okay? Und dann, bam, also richtig so Klatsch muss es machen. Okay? Selim probt diese Sketche auch mit anderen Animateuren aus den umliegenden Clubhotels. Der Spaß nach Gebrauchsanweisung, immer gleich für den gleichen Applaus. Es eint die Familie der Animateure. Und ich fliege weg. Gut, habt ihr noch Fragen zu den Sketchen? Wir haben noch eine andere Probe, heute Nacht so eine Tanzprobe in einem anderen Hotel. Da, die geht um 11:30 los, da fahre ich danach noch hin. Es ja, geht nicht jeden Tag so lang. Ne? Am Anfang der Saison muss ich halt überall so ein bisschen dabei sein. Mhm. Damit ich sicher, also kann ich gut schlafen. Mir ist halt wichtig, zusammenzuwachsen mit den Leuten, weißt du? Mhm. Weil sonst bin ich ja auch alleine. Mhm. Genau. Warum einsam. Bist du sonst alleine? Ja, ich bin ja dann, ich habe ja niemanden sonst. Also ich muss ja, ich habe ja meine Teams. Also weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt allein die ganze Zeit durch die Gegend fahre mit dem Auto und mir die Leute angucke, aber abends geht man dann in seine Wohnung und sitzt alleine rum. Man hat auch Kontakte, wo man hier knüpft, ne? So ist es nicht. Aber man braucht schon ein paar Leute. Das sind halt die Teamkollegen hier, beziehungsweise die Animateure und die Teamleiter. Mhm. Ist das deine Familie? Ersatzfamilie. Ich habe noch eine echte Familie. Die lebt in Deutschland, aber meine Bruder und meine Schwester. Also jetzt gehen wir alle auf die Bühne. If I was not an entertainer, hairdresser I want to be. Genau. Warte. Blonde hair, dark hair, I cut them all the way, schnipp schnapp. Blonde hair, dark hair, I cut them all the way, schnipp schnapp. Nucky Dye? Nucky Dye. Sagst du Nucky Dye, okay? I want to be... Nee, I will... Was habe ich alles vergessen? Nucky Dye, I want to be. Nucky Dye, I want to be. Oh, baby, whoa, baby, come on, have a... Oh, look, uh-uh. Look, hey, baby, ho, oh, baby, come on, have a look, uh-huh. Hey, baby, oh, baby, come on, look. Come on, have a look. Come on, have a look, uh-huh. If I was not entertainer, something else I like to be. If I was not entertainer, I like to be Nucky Day. Oh baby, whoa baby, come on have a look. Oh baby, whoa baby, come on have a look. Das Geschäft mit der Unterhaltung ist am Ende ein Tauschgeschäft mit Gefühlen, von dem beide Seiten profitieren. Die Urlauber tanken Glückshormone und die Animateure bekommen Anerkennung zurück. Schon ein bisschen künstlich, aber tröstend.